Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 277. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gute. Und der Herr Marvin. Hi, hi. Hi, hi. So, mehr oder weniger eine Spontanfolge. Spontan jetzt nicht so ganz für uns, aber wahrscheinlich spontan für euch da draußen, weil wir nicht wirklich vorher angekündigt haben, dass wir aufnehmen, weil das auch alles so ein bisschen schwierig gerade ist. Und wir stehen jetzt auch wunderbar vor einer englischen Woche, von daher werden wir heute sogar zwei Spiele besprechen. Die gute Nachricht ist, wir haben Kapitelmarken. Ihr könnt euch jetzt den einen Teil anhören und am Donnerstag dann einfach zu der Stelle springen, wo wir denn das zweite Spiel besprechen. Und vielleicht passt es, vielleicht ist es aber auch große Katastrophe. Das wird sich alles zeigen. Ich habe am Wochenende nicht wirklich viel Bundesliga gesehen. Habe mir jetzt das Spiel so ein bisschen mit Live-Ticker, Nachberichterstattung und Zusammenfassung und so weiter versucht da nochmal irgendwie nachzuvollziehen und unter anderem auf die wunderbaren Spielanalysedaten bei der Süddeutschen geschaut. Und ich habe einen Knick in meinem Kopf, den ihr vielleicht auflesen könnt. Wie kann man mit nahezu 70% Ballbesitz und 23 Torschüssen nur ein Tor schießen und das Ding nicht gewinnen? Die Frage ist doch, welche Relevanz hat Ballbesitz, wenn es darum geht, Tore zu schießen? Also ganz ehrlich, dieses ganze Taktik-Blabla-Gedöns, Statistik-Müll ist alles irrelevant. Ist komplett irrelevant. Es sieht alles schön aus und jeder hängt sich an dieser Kacke fest. Aber am Ende des Tages ist halt wichtig, was da steht, wie das Ergebnis ist. Und das ist halt nicht zu unseren Gunsten. Ja, natürlich haben wir viel Ballbesitz gehabt. Natürlich haben wir den Ball von A nach B getragen. Oftmals erfolglos. Aber was halt das Problem war, waren, dass die Chancen, die wir hatten, oftmals nicht so grandios waren, wie sie jetzt vielleicht auf dem Papier aussahen. Und zweitens, die Chancen, die du hattest, die viel zu wenige waren. Das heißt, wir waren viel zu wenig zwingend vor dem Tor. Aber die Passungen, die wir hatten, die wurden nicht im ausreichenden Maße verwandelt. Denn da muss ich dann sagen, okay, hatte auch Augsburg einfach einen guten Torhüter, der ein ums andere Mal richtig gut pariert hat mit Marvin Hitz. Etwas, was wir an diesem Tag nicht hatten. Also nach dem, was ich so im Live-Ticker und per Twitter während des Spiels immer mal wieder mitbekommen habe, muss die erste Halbzeit ja wirklich ein fast komatöses Gekicke gewesen sein. Ich glaube, Marvin, du hattest sogar selbst irgendwie getwittert von wegen aktuelle Taktik, Gegner einschläfern und dann blitzschnell zustechen. Der erste Teil hat gestimmt, das mit dem blitzschnell zustechen, das war dann wahrscheinlich auch eher an eigener Müdigkeit gescheitert. Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, dass die erste Halbzeit fürchterlich grausamer Fußball war und mich auch echt wütend gemacht hat. Das Ding ist, ich hatte mega viel Bock, endlich wieder ins Stadion zu gehen. Ich war gut dabei, ich hatte Lust und ich habe ein paar Leute getroffen. Und es war einfach schön, nachdem Wolfsburg echt ein schwieriger Start ist in der Saison, weil bei allem Respekt, ich habe auch keinen Bock mehr, schön zu reden. Nee, ich habe, weißt du, so Wolfsburg ist alles scheiße. Das ist alles nervig und dann kommen da 5 Fans und du hast keine Stimmung. Das ist für einen Saisonauftakt schon mega beschissen und dann verlierst du so ein Ding auch noch unglücklich. Augsburg ist dann wenigstens noch so ein Verein, der für mich so ein bisschen mehr Griffigkeit hat und dann ist es aber, wie es kommt und dann spielen wir in der ersten Halbzeit so eine Grütze, ich habe nach 20 Minuten schon keine Lust mehr gehabt. Ich habe echt überlegt, okay, wenn es jetzt hier anfängt zu regnen oder nee, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie, dann gehe ich auch mal wieder früher oder so, was ich echt fast nie mache, ja, aber ich hatte schon so keinen Bock mehr und das hat sich in einer ganz unguten Art und Weise dann weitergetragen mit diesem dusseligen 0:1, wo ich mir echt die Frage stelle, Leute, was ist denn los mit euch? Ja, könnt ihr nicht mal eine Mauer stellen? Das ist ein fucking Freistoß. Und Radetzky, so ein Ding musst du haben. Da ärgere ich mich. Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich meine, dass die Abwehrspieler irgendwie da vorbeispringen, ja. Aber Radetzky, der hätte ja einen halben Schritt draus machen müssen, von der Linie weg. Dann hätte er den ja bekommen. Aber warum klebt der da so auf der Linie? Ja, und warum steht ich kein glaube, Mann am langen Pfosten? Ich glaube, dass er gedacht hat, da kommt vielleicht noch jemand dran. Das ist trotzdem eine blöde Situation. Klar sieht er blöd aus, aber ich weiß, ich bin gar nicht so sauer auf ihn. Aber eigentlich hat Augsburg genau das gemacht, was wir letzte Sendung uns erhofft haben von Eintracht. Du hast zwei Mannschaften, die beide hinten sehr, sehr gut stehen, weil sie das müssen, weil ihnen vorne vielleicht die eine oder andere Qualität oder beziehungsweise das eine oder andere Mittel fehlt. Ja, und Augsburg hat aber dieses Tor gemacht. Standardsituation, das Ding kullert da irgendwie in die lange Ecke rein. Das ist dann einfach ein Spiel. Ich glaube, die Eintracht ist dafür noch nicht bereit, ehrlich gesagt. Die Eintracht wäre bereit gewesen, wenn diese Eintracht selber in Führung gegangen wäre und hätte das irgendwie gedeichselt. Ich befürchte aber, dass diese drei Spiele, die wir vorher gut gesehen haben, vielleicht darüber hinweggetäuscht
haben, dass die Eintracht trotzdem das Spiel nicht machen kann. Das konnten wir letzte Saison schon nicht so gut. Und diese Mannschaft, die jetzt so kurz zusammen ist, kann das scheinbar kann auch, das auch nicht. Ja. Die muss sich wahrscheinlich einspielen. Das ist blöd, weil da braucht man Geduld und die habe ich eigentlich nicht, weil ich war genauso, ich war so sauer wie der Marvin eigentlich. Ich war so sauer, weil ich gedacht habe, ey, jetzt haben wir in Gladbach schon diese Erleichterung gehabt und sind nochmal von der Schippe gesprungen, um zu sagen, der Saisonstart ist für den Arsch. Ja, und jetzt ist er es eigentlich. Und du verlierst zu Hause gegen Wolfsburg und Augsburg und das waren zwei Mannschaften, bei allem Respekt, die waren auch grottenschlecht beide. Also das war nicht so, dass du gesagt hast, uiuiui, hier ist eine Mannschaft, die kann vielleicht die Saison für eine Überraschung sorgen und deswegen haben wir verloren und das wird sich irgendwie in 10 Spielen relativieren, weil Augsburg jetzt alle weghaut. Nee, nee. Genau. Das wird nicht passieren und Wolfsburg passiert jetzt schon, das hast du ja gesehen, Wolfsburg ist scheiße. Also und die Eintracht hat es gegen Wolfsburg ja in dem Sinne noch besser gemacht, dass wir wenigstens die Chance hatten. Jetzt hat das ein bisschen nachgelassen. Ich fand es arg erschreckend. Vielleicht hat es uns so ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgeholt, zu sagen, okay, da ist noch einiges zu tun. Also da ist noch sehr, sehr viel Arbeit auf der Stelle. Mehr, als wir vielleicht gedacht hätten. Vielleicht haben wir uns noch nicht das ganze Haus angeschaut. Vielleicht haben wir gesagt, ach, das sieht ja schön aus und bla bla bla. Und jetzt sind wir in den Garten gekommen und haben gesehen, ach du Scheiße, da ist ja noch alles voller Bäume. Das müssen wir alles nochmal absägen. Ich weiß nicht ganz genau. Das wird sich jetzt zeigen. Ich glaube, der Eintracht wird es in Köln zugutekommen, dass Köln irgendwie ein bisschen unter Druck steht, um das Spiel auch zu Hause zu machen von den eigenen Fans, um da wieder so ein bisschen diese Gladbach-Nummer durchzuziehen. Aber das ist trotzdem ein Spiel mit dem Feuer. Du kannst jetzt nicht hoffen, dass du immer die Auswärtsspiele gewinnst, wenn du es zu Hause verkackst. Ja. Und das ist halt, du musst halt eigentlich, genau ganz kurz, sorry, du musst eigentlich, also was ich nur festhalten will, sorry, du musst die zwei Heimspiele musst du eigentlich gewinnen, Punkt. Ja. Gibt's eigentlich und darüber ärgere ich mich auch, was du gesagt hast. Mich nervt das und ich weiß, es tut mir leid, es ist jetzt vielleicht kurz zu kurz noch vor dem, nach dem Spiel und vielleicht werde ich es in 3 Tagen anders sehen, aber ich bin so müde und ich will nicht die ganze Zeit mit diesem Anspruch hier rumlaufen. Ja, wir können froh sein, wenn wir da einen Unentschieden da. Nein. Nein, ich will gegen Wolfsburg gewinnen. Das ist keine geile Mannschaft. Und ich will auf jeden Fall gegen Augsburg gewinnen zu Hause. Auswärts sieht die Kiste anders aus. Aber das sind jetzt 6 verschenkte Punkte. Bei dem einen kannst du sagen, okay, die haben wir wieder wettgemacht durch den Dreier gegen Gladbach, was niemand erwartet hat. Okay, nehmen wir so. Aber Augsburg musst du gewinnen. Das ist eine erbärmlich schwache Mannschaft im Grunde, die gestern smarter gespielt haben als wir. Das auf jeden Fall, das gebe ich denen. Und die hatten einen guten Torhüter, Hitz war, und hatten einen super, super Tag gehabt. Und, aber trotzdem waren die auch nicht, die haben uns überhaupt nicht an die Wand gespielt. Das ist eine Mannschaft, die schon das Potenzial hat, auch nochmal richtig unten reinzurutschen. Und das nervt mich einfach. Und ich will solche Spiele einfach nicht verlieren. Und da gebe ich mir auch nicht zufrieden. Und das ist einfach scheiße. Und da müssen aber auch alle ab dem Mittelfeld auch mal überlegen, wie sie denn endlich mal dazu kommen, ordentliche, wichtige Chancen zu kreieren, die auch mal für mehr Gefahr sorgen, weil das war auch gestern echt nix. Ja, ich sehe das allgemein. Ich glaube, das ist ein Problem, was die Eintracht echt eigentlich schon länger hat. Wir hatten das ja auch in der Vorsaison, wo wir diese geilen Heimspiele gegen Leverkusen hatten, am Anfang gegen Schalke, wo du halt Mannschaften hast, die dir ein bisschen was anbieten und du kannst es, die Eintracht hat das echt gut ausgenutzt. Aber dieses, wir haben ja letzte Saison auch zum Beispiel dieses Heimspiel gegen Ingolstadt gehabt, da war das genau das Gleiche. Du hast eine Mannschaft, die sehr beschränkt ist, die natürlich dann sich hinten reinstellt. Du hast ja, Augsburg hat ja teilweise, die standen ja, keine Ahnung, 10 Meter vor ihrem eigenen 16er mit allen 11 Mann teilweise. Du konntest ja auch in der zweiten Halbzeit sehen, das sind auch Situationen, die sind auch nicht so einfach zu lösen. Also wenn du da stehst und weißt gar nicht, was du machen sollst, weil du kriegst ja auf so einem kurzen, auf so einem engen Raum kriegst du auch kein Tempo mehr rein. Also du kannst ja da nicht anlaufen irgendwie, was, sondern du musst das im Endeffekt wie Bayern, musst du den Gegner herspielen. Das können wir vielleicht jetzt noch nicht. Vielleicht werden wir es die ganze Saison nicht können. Nur ist es dann musst du halt trotzdem hinten mehr aufpassen. Wenn du weißt, dass du das nicht kannst, dann musst du das auch machen. Dann musst du nach einer Standardsituation einzeln in Führung gehen und das Ding wie in Gladbach dann über die Zeit bringen. Und du musst dir zumindest für die Heimspieler das ausdenken, dass du natürlich jetzt nicht wie Bayern das dir herspielst, aber du musst zu Hause, weil der Marvin hat es gesagt, alle im Stadion hatten Bock. Das war Wetter, war komischerweise das einzige Tag in der Woche, wo das Wetter gut war. Und richtig, heute. Ja. Und jeder hat Bock gehabt und wie der Marvin es gesagt hat, Wolfsburg ist jetzt auch kein attraktiver Gegner. Augsburg ist auch keiner, aber Augsburg ist einer, wo du sagst, okay, die können wir weghauen. Also du gehst ins Stadion und denkst, geil, heute kann ich einen Sieg sehen, auch wenn Augsburg nicht der attraktivste Gegner ist.
Und das habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Nee, also es absolut. War nicht so, dass du das Gefühl hattest, oh, da ist irgendwie was blöd schiefgelaufen, sondern die Mannschaft wirkte auch ein bisschen lethargisch irgendwie teilweise. Also die haben diesen, und das hast du dann auch auf den Rängen gemerkt, ehrlich gesagt. Und dann wird das so ein Lulli-Einschlaf-Nachmittag, den wir uns nicht leisten können. Den können wir uns nicht leisten, wenn du jetzt nach Köln und nach Leipzig fährst und dann, ja, die Hinrunde jetzt quasi im vollen Gang ist. Dann, also sorry, ich will mich auch nicht wiederholen. Der Marvin hat es ja eigentlich auch schon gesagt, aber ganz ehrlich, eigentlich musst du nach Stand heute, wir haben, man hat gesehen, wie stark Freiburg ist, hat man heute auch gesehen. Du musst die ersten vier Spiele gewinnen, ehrlich gesagt. Ja. Also da gibt's eigentlich, das hört sich übertrieben an, von wegen 12 Punkte, bla bla. Nein, aber du musst ja alleine gewinnen, weil du nämlich dann auch mal irgendwann vier Spiele hintereinander verlierst. Ja. Also eigentlich hat die Eintracht ein super Auftaktprogramm gehabt, ehrlich gesagt. Also da ist kein Spiel dabei. Also du spielst daheim gegen Wolfsburg, die nicht gut waren und die jetzt auch immer nicht gut sind, die diese letzte Saison nicht verkraftet haben. Du spielst gegen Augsburg, sorry, die werden wahrscheinlich trotzdem mit zu den Abstiegskandidaten zählen, auch wenn die jetzt so ein bisschen die Anführungszeichen Überraschungsmannschaft sind. Dann spielst du gegen völlig überforderte Freiburger, der erste Euroleague rausfliegen, schießt da gegen Latte und dann... gewinnst du das schwerste Spiel dann in Gladbach, wo du einigermaßen überzeugend das gestürmt bist und dann hinten zugemacht hast. Es ist echt eine gefährliche Situation, Leute. Also das ist gefährlich, weil du die Punkte, die du jetzt nachholen musst, die sind leider nicht so leicht zu holen. Und die Mannschaften werden sich auch anschauen. Die werden sich auch anschauen, wie Wolfsburg und Augsburg hier gespielt haben. Und dann zu sagen, okay, wenn wir die Eintracht in Schach halten wollen, dann machen wir das so und so. Und das scheint, Stand jetzt, ich will es auch nicht übertreiben, aber Stand jetzt scheint es nicht so schwer zu sein, die Eintracht zuzustellen, ehrlich gesagt. Ja, und ich meine, man hat ja gesehen im Verlauf der zweiten Halbzeit, da kann ich ja der Mannschaft auch kaum, da kann ich ihr von der Leist, also beziehungsweise von dem Ansporn ja keinen, da kann ich ihr nicht wehtun oder so, kann ich nicht sagen, das war scheiße. Du hast in der zweiten Halbzeit schon gemerkt, nach dem nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit, dass die jetzt schon rangingen. Die haben versucht anzukämpfen, die haben im 16er der Augsburger waren die ja die ganze Zeit da. Die waren präsent und haben versucht, irgendwas zu machen, also in der Hälfte der Augsburger. Aber es hat halt nicht funktioniert. Die haben die ein oder andere Chance gehabt und sie waren schon, zwar zu wenig zwingend, aber sie waren schon präsent und haben wirklich, ich will mal sagen, so wie es denen halt möglich war, Pressing gespielt und haben versucht, Druck aufzubauen. Das Problem ist nur, dass es anscheinend jedem an der Kreativität oder an dem Einspielen fehlt, dass da zu Chancen erarbeitet werden. Also das heißt, vielleicht ist es so, wie der Basti auch gesagt hat, ne, die Spieler noch nicht so lange zusammen, das heißt, da gibt es diese Mechanismen einfach noch nicht, da gibt es nicht die im Training eingeübten Mechanismen, wo du 30 Mal der eine auf den anderen den Ball spielt und dass der, wenn dann der dann noch zum dritten gespielt wird, der dann eingelocht wird, so vielleicht funktioniert das vielleicht nicht, ja, also noch nicht, aber das ist halt mega problematisch und du merkst es halt und die Eintracht ist momentan echt nicht in der Lage, ein ordentliches Offensivspiel aufzuziehen. Zumindest nicht, wenn sie das spielen muss. Ich finde, dass du es in den Spielen, wo die Eintracht Platz gehabt hat, schon gesehen hast, dass die auch ein Feuerwerk abbrennen können im Sinne von den Gegner früh attackieren und dann überfallartig und schon Druck entwickeln. Aber das kannst du natürlich mit einem Gegner wie Augsburg nicht machen, weil wenn Augsburg nach vorne spielt und den Ball verliert, sind da immer noch 8 Leute. Also du hast quasi keinen, du kannst sie nicht großartig überspielen, außer nach dem Eckball vielleicht mal. Da gab es eine Situation, wo die Eintracht irgendwie 4-4 gelaufen ist. Das ist schwierig. Aber ich finde es trotzdem, das ist ja aber auch keine Erkenntnis, die jetzt nur wir drei hier haben. Nee. Also das ist ja auch schon bekannt. Du weißt ja, wenn du dich auf ein Spiel wie Augsburg vorbereitest, wie das sein wird. Das ist ja nicht so, dass du jetzt davon überrascht wurdest, Augsburg hat uns hier ausgetrickst, die haben sich reingestellt, sondern Augsburg spielt, glaube ich, seit sie in der Bundesliga sind, können die nur so spielen. Und umso merkwürdiger finde ich das halt. Ich meine, wenn man sich jetzt nochmal im Nachhinein, wie gesagt, ich habe hauptsächlich mir eben jetzt diese ganzen Informationen im Nachgang angeschaut, sich den Bewegungsradius den Aktionsradius der Spieler anschaut, dann sieht man, dass Augsburg eigentlich fast die komplette Zeit mit 8 Spielern im eigenen Strafraum gestanden hat. Und wir haben zum Teil hinten mit einer Fünferkette gespielt. Also warum spiele ich gegen so eine Mannschaft hinten mit einer Fünferkette? Ja, wahrscheinlich, weil du eben Angst hast, aber... Ja. Aber wahrscheinlich, genau, weil du Angst hast und weil du noch nicht so sicher bist. Ja. Ich meine, guck dir mal an. Das kann ich doch alles nachvollziehen. Das Ding ist, ich kann auf einer
Ich kann das realistisch alles irgendwo verstehen, wenn ich sage, natürlich mit Salcedo, mit Fallett, mit ja, Willems auch, das sind ja trotzdem alle Spieler, De Guzman, Halle, das sind alles, Halle, das sind alles Spieler, die ja überhaupt noch keine Bundesliga-Erfahrung haben. Mhm. Und dass du dann vielleicht erstmal aus einer Sicherheit heraus dann versuchst, daraus das Spiel aufzuziehen, ist für mich nachvollziehbar. Es ist echt okay. Ich will auch da überhaupt keine Taktikdiskussion. Der Kovac wird sich da vielleicht schon die einen oder anderen Gedanken machen. Aber das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht von der Raffinesse reicht. Oder dass die Spieler, die da aufgeboten werden, einfach nicht hundertprozentig harmonieren. Das kann vielleicht auch jetzt noch schwer sein, aber aktuell ist es halt auch so, dass jetzt sogar ein Gacinovic durchhängt, dass Boateng auch nur so Ansätze hat. Ja, ich meine, beim letzten Spiel war es super und er ist präsent, aber es funktioniert auch nicht. Aller agiert sehr unglücklich. De Guzman hat 5 beschissene Aktionen, eine gute. Das heißt, alles, was da passiert, ist nicht optimal. Und dann bin ich zumindest mal froh, dass jemand wie Jovic reingekommen ist und der dann wenigstens ein Tor geschossen hat, der sich dann vielleicht für die nächsten Aufgaben eher anbieten kann. Also wir müssen auch total uneitel sein. Wichtig ist, dass die Eintracht jetzt daraus ihre Schlüsse zieht und auch im Endeffekt dann sagt, naja gut, okay, mit Jovic hat das jetzt ganz gut funktioniert, dann versuche ich vielleicht mal ihn einzubauen und nehme stattdessen jemand anderen raus. Wir können hier nicht festhalten an irgendwelchen Dingen so, okay, der hat viel Geld gekostet, also bleibt er im Kader. Wer aktuell besser drauf ist und wer besser funktioniert, der muss jetzt spielen. Ja. Du hast gerade eben noch einen Punkt angesprochen, der ist mir gerade eben wieder so bewusst geworden, als du die ganzen Namen gesagt hast. Du hattest zwischenzeitlich einen Fallett, einen Willems und dann sogar noch einen Rebic auf dem Feld. Das heißt, du hast eigentlich auch ein relatives Ungleichgewicht in deiner Spielweise, weil du eine sehr stark besetzte linke Seite hast, wo du mit 3 Spielern irgendwie versuchst, da auf der gegnerischen Hälfte, da auf der Außenbahn rumzurennen. Da ist halt auch dann irgendwie so ein bisschen wenig Platz für 3 Leute. Ja, und auf der anderen Seite war es ja dann so, dass Chandler großartig gescholten wurde für sein nicht gutes Spiel jetzt. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ich muss dazu sagen, das Spiel habe ich natürlich nur im Stadion verfolgt. Ich habe mir danach, wie das bei mir manchmal so ist, wo ich dann auch keinen Bock mehr habe, okay, weißt du, nach Niederlagen, so, gerade wenn du besonders sauer bist, dann gucke ich mir das auch nicht nochmal großartig an. Und deswegen kann ich das nicht hundertprozentig beurteilen. Ich habe Chandler jetzt nicht so eklatant schlimm gesehen. Hm. Für mich war verletzt ziemlich unsicher, muss ich sagen. Ja. Also da habe ich es ein oder andere Mal echt, ja, mich geschüttelt und ich fand den Guzman auch nicht so grandios, um es mal positiv zu formulieren. Das waren für mich so die beiden, wo ich gedacht habe, ah, da könnte ich Bauchschmerzen bekommen. Das deckt sich ziemlich stark mit den vielen Berichten, die ich jetzt gelesen und gesehen habe. Das waren so die beiden Spieler, wo man auch nicht so richtig verstanden hat. Also der Guzman hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass der mir so ein bisschen zu unauffällig ist. Jetzt kam diesmal noch ein schlechter Tag dazu und Fallett, ja, hat ja auch so die eine oder andere Aktion, wo er versucht dann hinten an der Eckfahne den Ball zu halten und dann da ungünstig dann irgendwie das Ding dann daher gibt. Also das war ja, glaube ich, auch die Situation, die dann zum Freistoß geführt hat, wo er dann den Ball erst versucht zu halten, ihn dann abgibt und dann irgendwie den Spieler dann da umhaut. Also, ja. Ja, ich bin eigentlich bei euch, aber eigentlich, wir müssen so ein bisschen, muss man auch die Kirche im Dorf lassen, zu sagen, okay, die Mannschaft ist vielleicht noch nicht so weit, so einen Gegner sich herzuspielen. Hat natürlich auch Pech gehabt. Das darf man trotzdem auch nicht vergessen. Also das Spiel, die Eintracht hätte das Spiel auch gewinnen können. Also es ist nicht so, dass die Eintracht so schlecht war, dass sie den Sieg nicht hätte verdient gehabt. Sondern dieses Spiel hätte 1-1 genau auf die andere Seite gehen. Und da hätte Augsburg sich nicht beschweren können. Wenn wir einfach so einen Gurkenfreischuss haben, der ins lange Eck purzelt, dann gewinnt die Eintracht das Spiel. Das oder ist so. Im Endeffekt, wir haben es vor dem Spiel gesagt, das ist, so ein Spiel ist halt auch echt viel Glück bei Mannschaften, die so beschränkt sind, was ihre Offensivqualitäten betrifft. Die richten ihre Taktik ja auch auf diesen Zufall aus. Also Augsburg hat das ja nicht einstudiert, wie die da zu den Toren gekommen sind. Das von Kajubi ist ja auch so ein Ding, was ja nicht immer so wahrscheinlich. Nein, ich wollte gerade sagen, dieses Kajubi-Ding, das sah, also in den Wiederholungen, die du gesehen hast, sah das auch eher nach so einem sehr stümperhaften Zufallsschuss aus und der fällt halt einfach dann auch saublöd da hinten rein. Also siehst du, dann hast du 2 Tore, die mit Sicherheit nicht darauf hinauszuführen sind, dass Wolfsburg in so irgendeiner Weise spielerisch überlegen war. So, dann hast du eigentlich vielleicht 0-0-Spiel und wenn ihr einfach Glück hat, gewinnt ihr das 1-0. Ich will nur sagen, was der Marvin gesagt hat, dass man jetzt schon vielleicht nachdenkt, irgendwie Leute rauszunehmen. Ich würde zumindest die Achse, die man sich erhofft, die würde ich noch nicht rausnehmen, weil das hat sich bei Gacinovic zum Beispiel letzte Saison auch ausgezahlt. Ich würde zum Beispiel Aller
wo ich jetzt im Umfeld und von vielen Leuten schon vernehme, dass der sehr, sehr schweren Stand hat, weil dieser einen Abschluss, den er hatte, der sah auch sehr unglücklich aus. Und wenn er so große Szenen, sehen bei ihm manche Aktionen noch ein bisschen schwerfälliger aus als bei anderen. Aber an ihm würde ich ehrlich gesagt festhalten, weil er für mich in das Spiel was bringt, was eben zumindest ein Plan B ist. Die Eintracht hat einen Plan A, der funktioniert scheinbar momentan nicht, oder beziehungsweise ist der Plan A eigentlich Konter. Aber mit ihm hast du noch so einen, wo du denkst, okay, wenn du den Ball mal hast und dir fällt nichts ein und du kannst, bist nicht in der Lage, dich durchs Mittelfeld zu passen oder zu dribbeln, ja gut, dann spiel halt einen langen Hafer auf ihn, dann nimmt den runter und dann schauen wir mal, ob irgendwie was kreiert werden kann. Ich würde an ihm noch gerne festhalten. Also ich bin trotzdem weiterhin Fan von ihm, im Sinne von, dass ich denke, okay, das ist ein anderer Spielertyp, den hatten wir hier länger nicht. Und mal gucken. Und ja, aber angesprochen den De Guzman, da bin ich auch ein bisschen überrascht, weil ich mir eigentlich viel von ihm erhofft habe. Und der so ein bisschen abfällt. Also das ist auch der erste, den ich rausnehmen würde, ehrlich gesagt. Zu sagen, okay, ja, genau, wenn jetzt Jovic kommt, würde ich De Guzman rausnehmen, ja. Oder Rebic dann auch. Das ist ein bisschen Dings. Aber wir müssen auch trotzdem festhalten, Leute, es sind erst 4 Spieler, die Mannschaft ist ziemlich neu, die Mannschaft hat in der Rückrunde schon eine Tendenz gezeigt, die nicht unbedingt sehr vielversprechend war. Eventuell ist das noch ein bisschen in den Köpfen oder setzt sich ein bisschen fort, weil die Spiele teilweise trotzdem an Spieler aus der Rückrunde erinnern. Egal, ob es jetzt fast eine komplett neue Mannschaft ist, aber trotzdem ist so ein bisschen wie dieses, ich habe ehrlich gesagt, und das ist jetzt frei von jeder Analyse, ich habe das Gefühl, das, was der Marvin vorhin gesagt hat, was ihn so nervt, und was mich ehrlich auch echt wütend, ich bin immer noch, gut, wir haben erst Sonntag, das ist auch was anderes, als wenn wir vielleicht am Dienstag erst aufnehmen. Aber ich bin so sauer, dass die Eintracht es scheinbar nicht loskriegt, egal was für Spieler die sich holt. Dieser trottelige Verein zu sein einfach, der es nicht schafft, einfach mal, ohne dass es irgendwie nachzudenken geht, zu Hause gegen Augsburg zu gewinnen. Einfach ganz normal gewinnt, 2-0 fertig, da denkt kein Mensch mehr nach. Nein, die Eintracht muss da 2-1 verlieren und Pech haben, bla bla bla. Die Eintracht muss jetzt nach Köln fahren und einen Verein, der 4 Spiele hintereinander verloren hat, den ersten Sieg schenken. Ich kotze einfach. Ich rede mir immer wieder diese Euphorie ein, zu denken, ach geil, dieses Mal, wir haben gut gespielt und scheiß drauf, und in Gladbach hat, nein, es kotzt mich so an, dass dieser Punkt immer wieder kommt. Er kommt immer wieder und es zieht sich durch die letzten Jahre, fast Jahrzehnte. Egal, wie viel gutes Spiel die Eintracht mal hat. Die Eintracht spielt eine überragende Hinrunde unter Fee. Und wo am Ende natürlich auch der Europapokal rauskommt, aber dann wahrscheinlich eher mit Glück, um weil es ein Schneckenrennen war. Aber dann kacken die in der Rückrunde ab. Die Eintracht steigt unter Skibbe in der Rückrunde ab, weil irgendwas passiert. Die Eintracht kriegt es nicht gebacken, dass wir aufhören nachzudenken, okay, die Eintracht spielt zu Hause gegen Augsburg, das gewinnen wir. Nö. Wir müssen vor jedem Spiel alle Eventualitäten immer in Betracht ziehen. Und das macht mich wütend, weil ich trotzdem immer wieder im Sommer probiere, positiv zu sein. Was waren wir? Wir haben letzte Rückrunde, haben wir echt probiert, immer positiv zu bleiben. Im Sommer auch, waren begeistert, jetzt nach den ersten 3 Spielen. Und jetzt kacken die schon wieder so auf den Tisch. Das nervt mich. Ich will gar keinen einzelnen Spieler rausgreifen. Und der Marvin hat es gesagt, man kann das alles rational erklären, aber ich gehe nicht ins Stadion, um rational zu sein, nee, sondern weil ich da rumschreie, also weil es mich halt nervt. Und mich nervt es tierisch. Ich könnte kotzen, dass wir gegen so eine Sifftruppe wie Wolfsburg und Augsburg zu Hause verloren haben. Das macht mich wahnsinnig. Ja, das ist halt genau der Punkt. Das Problem ist, bei mir stellt sich dann irgendwann auch eine gewisse Lethargie einfach ein, weil ich merke, genau. es gibt halt kein Progress, so, es gibt halt keine Weiterentwicklung. Und ich versuche das dann immer noch irgendwie abzuwehren und zu sagen, naja, gut, okay. Aber es ist halt momentan, ich sinke jetzt schon so wieder ein bisschen ein, weil die erwartbaren Punkte einfach nicht geholt werden. Und es ist nicht so, das Ding ist, ich gehe gar nicht mehr in diese Saison und denke mir, ja, Europacup wäre heute irgendwie möglich oder so. Das sehe ich gar nicht mehr. Und das hängt natürlich mit so strukturellen Problemen auch zusammen. Wir haben ja im Sommer schon viel darüber gesprochen, wie die finanzielle Struktur sich verändert hat innerhalb der Bundesliga. Und das macht es einem ja sowieso noch schwieriger, noch schwerer, überhaupt eine Motivation zu verspüren, wenn du Fan von Eintracht Frankfurt bist, weil du weißt, da muss schon alles passen. Und dann hast du aber eine Mannschaft, von der du denkst, das könnte zumindest mal einigermaßen gut funktionieren. Und dann sind sie selbst zu blöd und holen sich gerade in den ersten wichtigen Spielen nicht ihre wichtigen Punkte. Das ist halt so nervig, ja? Also ich meine, das sind alles keine guten Gegner aktuell, wie wir ja schon vorhin gesagt haben. Und das ist halt einfach
einfach, kommt wieder sehr, sehr viel zusammen. Und die müssen jetzt die Arbeit leisten an uns, ich glaube auch an uns Fans, dass wir auch wieder Freude an der ganzen Sache haben, denn die haben das zum Teil jetzt halt einfach selber verbaselt. Und das heißt noch nicht, dass die jetzt ihren Kredit verspielt haben, aber die müssen jetzt schon mal sehen, dass sie die Punkte in, wie auch immer jetzt wieder einfahren. Ja? Und da kommen wir natürlich jetzt zu dem, was halt jetzt ansteht. Und das ist natürlich Köln. Und Köln können wir nicht einfach so verlieren. Ja. Bevor wir zu Köln kommen, noch eine kurze, noch ein kleiner Zwischenpunkt. Wir haben auch, der andere Punkt, der immer wieder kommt, sind die Verletzten. Besuschkow und Da Costa fallen jetzt für einige Zeit aus. Besuschkow nur für 2 Wochen, habe ich gelesen, und Da Costa mal locker für 6 bis 8 Wochen. Der hat einen Sehnenanriss. Großartig. Es ist zum Kotzen, weil genau das, Chandler zum Beispiel hat das jetzt zum Beispiel gegen Augsburg genau das gezeigt, warum ich immer an ihm zweifle. Sobald er in eine wichtige Position gerät, ist er einfach fußballerisch zu beschränkt. Der ist irgendwie ziemlich oft nach innen auch gerückt in diesem Spiel. Und da siehst du halt, okay, der kann weder schießen noch richtig passen, sondern wenn du ihm eine Aufgabe gibst und sagst, hier Digga, du rennst die Außenlinie hoch und runter und du kämpfst und du kannst vielleicht auch mal eine von 5 Flanken bringst du geil rein. Das war's aber auch. Der wird dir, der wird's nicht wie Willems auf der anderen Seite einen Haken schlagen und dann mit links flanken oder mit rechts. Also der wird dir nichts da wuseln. Das weiß man auch. Und jetzt verletzt sich der Costa und ich weiß ganz genau, ja, der spielt jetzt die ganze Zeit weiter. Ich habe jetzt eigentlich so gehofft, dass er endlich mal einen Konkurrent hat. Und Da Costa für mich, wenn er eine Spielpraxis hat, ist, wie ich habe es ja schon gesagt, hat auch für Verwunderung gesagt, aber für mich ist er der eindeutig bessere Fußballer. Hm. Das ist zum Kotzen. Es ist halt sau interessant, dass Chandler gerade dann schlecht wird, wenn er keine Konkurrenz mehr hat. Ja, das stimmt. Weil die ja, ausgefallen ist. Ja, stimmt. Also ich meine, das ist so lustig. Ja, ich meine, die letzten Wochen war er ja im Endeffekt immer ganz gut, als halt jemand hinter ihm stand, ne, der vielleicht mit den Hufen geschart hat. Ja, und jetzt plötzlich, wo halt jetzt Da Costa ausfällt, fällt er auch ab. Und das ist halt, ja, ich meine, so hätten wir wenigstens die Möglichkeit gehabt und hätten dann wechseln können. So war es ein bisschen schwieriger. Das kann Zufall sein, aber muss es nicht. Ja. Nee, es ist ja auch im Endeffekt nichts gegen Chandler, sondern es ist einfach wird wieder eine Alternative weggebrochen. Und Besuschkow scheint ja in der Vorbereitung auch gut gespielt zu haben, der ist jetzt auch wieder weg. Dasselbe ist mit Stendera passiert, der wahrscheinlich in der Hinrunde auch keine große Rolle mehr spielen wird, bis der dann da drin ist. Weil diese Mannschaft, die jetzt auf dem Platz ist, muss sich auch erstmal einspielen. Da kannst du ja nicht schon anfangen, jetzt alles durcheinander zu wirbeln. Und wenn du überlegst, Fabian fehlt uns auch noch, eigentlich fehlen uns ja die 2 besten Mittelfeldspieler mit Mascarell und Fabian. Weil wenn die da wären, die könnten ja genau diese Integrations- und Einspielarbeit leisten, die wir jetzt gerade vermuten, was dafür sorgt, dass es uns fehlt. Ja. Weil Mascarell und Fabian hätten sich nicht einspielen müssen. Und Fabian hätte vielleicht in so einem Spiel dann diesen einen Moment drin gehabt, diese um seinen Kreativität Null zu machen. Da mal reingebracht, die ja eigentlich. Und dann würde es vielleicht einem de Guzman viel leichter fallen, in diese Mannschaft reinzukommen. Ja, ich glaube, das ist halt auch gerade so dieser Faktor, dass halt einfach momentan ein enormer Druck da irgendwie auf ihn aufgebaut wird, den man da vielleicht auch einfach so ein bisschen wegnehmen müsste. Aber es ist halt auch schwierig, wenn du keine Alternativmöglichkeiten da hast. Ja, das ist halt, ich will ja diesen Jungs auch gar nichts böse, ne? Ich glaube, die sind alle bemüht und so und natürlich haben halt auch viele Verletzte und es ist halt immer die gleiche Leier. Mit einem optimalen Team würden wir wahrscheinlich anders dastehen. Ja, ich meine, natürlich fehlt Mascarell und die Karten werden auch neu gemischt, wenn er irgendwann mal wieder fit ist. Aber trotzdem haben wir eine Mannschaft, von der ich schon davon ausgehen würde, dass sie in der Bundesliga mithalten kann. Und selbst da wird das Leistungsoptimum einfach gegenwärtig nicht erreicht. Ich denke, so ehrlich muss man sein. Und dann ist es egal, ob die Leute verletzt sind oder nicht. Die Leute, die du auf dem Platz hast, die geben nicht alles, was möglich wäre. Und deswegen reicht es halt aktuell nicht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen Taktik. Kann sein. Ich weiß nicht. Es ist auch eine Achterbahn. Ja. Ich habe echt probiert, positiv zu bleiben, auch nach der Niederlage gegen Wolfsburg. Und jetzt bin ich schon wieder so in diesem Schwankmodus zwischen, wir dürfen nicht zu früh sauer werden. Und aber trotzdem mal jetzt auch diese Angst und dieser Wut, das ist wieder einfach die Erwartungen, die man ja selber gar nicht so hochschraubt. Ich habe ja gar nicht, will ja gar nicht, dass die Eintracht in Europa bekommen. Ich weiß auch, dass das nicht funktioniert. Aber was der Marvin gesagt hat, Progress, einfach nur zu sagen, okay, da ist ein Progress. Da sind wir vielleicht auch zu ungeduldig, aber wir sind Fans. Wir können ja jetzt auch nur, wenn wir jede Woche reden, die einzelnen Spiele beurteilen. Und das gegen Augsburg hat mich echt wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, was die Erwartungen an die Mannschaft betrifft, beziehungsweise was auch mir wieder gezeigt hat, wie viel trotzdem Skepsis und Frustration in mir trotzdem noch steckt, die ich vielleicht ignoriert habe, weil du kannst ja trotzdem im Endeffekt dann nicht jede Saison einzeln betrachten, sondern diese Muster, die scheinen sich ja zu wiederholen.
Und das, mich nervt es kolossal. Mich nervt es richtig und ich habe eigentlich jetzt schon gerade keinen Bock mehr nach Köln zu fahren. Wird sich natürlich an dem Tag dann ändern und wenn ich im Stadion bin, dann auch. Und ich bin nach dem Spiel genauso sauer, weil ich vorm Spiel irgendwas erwartet habe. Es ist einfach anstrengend, Eintracht-Fan zu sein. Das fasst, glaube ich, gut zusammen. Das wussten wir aber vorher schon. Ja, ist es. Was aber es nicht besser macht. Ja, aber es ist halt, naja gut, aber es wird halt auch irgendwann nicht einfacher. Ne? Also das ich meine, wir meckern ja alle auf hohem Niveau. Wir sind in der ersten Liga, wir haben insgesamt nach vier Spielen immer vier wir Punkte. Wir haben geile Transfers getätigt, das hat sich alles nicht geändert. Ja, also aber deswegen, es ist jetzt nicht, bis jetzt nicht abgestiegen nach dem Spiel, aber es ist halt die Gefühlslage, die wir haben und das ist auch okay und ich glaube, es muss auch so sein. Wenn wir das total indifferent betrachten würden, wäre es ein wesentlich größeres Problem als Eintracht-Fan. Und so ist es okay, dass du dich ärgerst. Gegen Augsburg. Aber lass uns mal wirklich zu dem Spiel gegen Köln. Genau, lass uns mal zum Köln-Spiel kommen. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dass es, was diese Wut hier halt verursacht, ist es nicht, dass du da stehst und denkst, okay, das geht nicht besser und wir kommen nicht voran und irgendwann, sondern du weißt ganz genau, ich weiß gar nicht, wäre Fahrradkette. Ja. Trotzdem wäre es möglich gewesen, dass die Eintracht zu dem Zeitpunkt 12 Punkte hat. Und das ist, da hätte nicht die Hölle zufrieren müssen, sondern da hätten nur 3-4 Kleinigkeiten anders sein müssen. Und das ist, was es mich so wütend macht, dass die Mannschaft es nicht schafft, egal welche Mannschaft da scheinbar auf dem Platz steht, in diesen Momenten einfach mal dann diesen Point zu scoren. Einfach zu sagen, okay, jetzt against all odds, against all Erwartungen, die Eintracht-Fans immer in sich haben und die alle diese Skepsis, gewinn doch einfach in Freiburg am ersten Spieltag, hau Wolfsburg weg, gewinn in Gladbach und baller Augsburg weg. So, dann kannst du ja jetzt in Köln den Aufbaugegner dann spielen, dann ist wieder alles normal, aber dann hast du 12 Punkte, dann fährst du nach Leipzig, passiert auch nichts. Die Eintracht bringt sich doch selber in so blöde Situationen, dass die jetzt vor zwei Auswärtsspiele hintereinander in der englischen Woche, wo eine Mannschaft auf dem Platz steht, die scheinbar nur bis zu 70 Minuten Luft hat, jetzt zwei Auswärtsspiele absolviert, wo du denkst, alles klar, die Hinrunde kann echt umgehen. Ja. Dann lass uns doch mal auf Köln gucken. Unter der Woche jetzt in der Europa League gespielt. Auch da nicht gewonnen, aber dafür einfach mit einer grandiosen Stimmung da unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr Fans als vorhandene Karten und Plätze es am Ende tatsächlich waren. Aber in der Liga nach 4 Spielen noch keinen einzigen Punkt geholt und dann, ja, wie er gerade eben schon gesagt hat, eigentlich für uns prädestiniert, da den Aufbaugegner zu spielen. Ist der Basti noch da? Ja. Ah, sehr gut, alles klar. Ich habe dich eben im Moment nicht gehört. Ja, also ich habe das Gefühl, Köln durchlebt genau sowas, was wir schon auch mal in einer gewissen Art und Weise erlebt haben, dass mit der Europacup-Euphorie die Tristesse in der Bundesliga kommt. Also ich habe ja auch gehört, dass zum Beispiel das Spiel gegen die Eintracht nicht ausverkauft. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ausverkauft ist, ja. Aber das zeigt ja auch, dass schon eine Prioritätensetzung eine andere ist, was ich nachvollziehen kann. Wir kennen das von Eintracht auch. Aber es zeigt natürlich, dass auch die Mannschaft diesen Spagat noch anscheinend nicht so hinbekommt zwischen in der Liga performen und sich auf Europacup freuen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Kiste. Du hast ja gesehen, gegen Arsenal das 1-0 gemacht, die Euphorie groß, dann sich noch 3 Dinge einschenken lassen, irgendwie doch ein bisschen frustriert gewesen. Heute für mich ein mega Downer natürlich, dass du 5-0 gegen den BVB, die natürlich eine super Mannschaft sind, aber 5-0 musst du halt auch in Dortmund nicht verlieren und jetzt fahren die nach Hause und denken sich, meine Güte, das war aber jetzt eine ganz ordentliche Abreibung und dann haben beide Seiten jetzt natürlich den Druck irgendwie zu punkten, Köln natürlich noch mehr, weil sie zu Hause sind, aber wir müssen eigentlich auch punkten. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir mal nicht der Aufbaugegner sind, was Basti eben schon gemeint hat, aber ich glaube, es wird eine sehr, sehr schwierige Kiste. Ich glaube, das mit dem nicht ausverkauft kannst du jetzt nicht allein auf die Prioritäten im Wettbewerb schieben, sondern auch so ein bisschen auf die Anstoßzeiten, also Mittwoch 18 Uhr, glaube ich, ist halt auch verdammt schwierig. Ja. Also ist auch ehrlich gesagt, dieses ganze System geht mir, wenn ich jetzt schon wieder anfange, dann komme ich vom Stöckchen zum anderen Stöckchen, aber ich meine, heute war ein Bundesligaspiel um 13.30 Uhr. Ja, das habe ich aber auch erst irgendwie um 14.30 Uhr realisiert, als ich irgendwie nachgucken wollte, wer denn heute wann spielt und dachte, warum ist das eine Spiel schon fertig? Gut, das sind auch für mich, also ich meine... Also es war jetzt auch nichts Spannendes da mit Hertha und so. Aber. Also Hoffenheim, also die, da werden sich auch nicht mehr Fans verirren, wenn die um 18 Uhr spielen. Ne? Also im Leben nicht. Ist jetzt auch egal, ja, aber trotzdem. Ja.
Ja, also für mich ist es, wie gesagt, schwierig. Ja, das ist eine Frechheit, ich habe auch kein Nervenkostüm mehr, um mich darüber auch noch auszulassen. Jetzt war das echt eine Frechheit, 13.30 Uhr und 18.30 Uhr unter der Woche, was soll das? Ich wollte nur sagen, dass du das mit dem nicht ausverkauften Stadion jetzt nicht allein auf die Langeweile der Bundesliga schieben kannst, sondern halt auch diese Anstoßzeiten und die Situation da irgendwie mit reinrechnen musst. Ja, klar, aber es ist trotzdem, glaube ich, auch so ein bisschen, wie der Marvin sagt, aber das würden wir genauso machen. Ja. Du hast ja gewisse Emotionen zu vergeben und das würde ich auch alles in den Europapokal stecken. Ja, wenn wir dort spielen würden. Alleine so eine, aber das ist ja der Unterschied. Wir sind jetzt hier frustriert, weil es irgendwie nicht vorangeht und du weißt nicht ganz genau, weiß nicht, du freust dich die ganze Zeit auf die Saison und merkst dann jetzt schon nach ersten vier Spielen, warum du eigentlich Fußball hast. Das ist einfach so. Fußball bereitet mir mehr Sorge als Freude, ehrlich gesagt. Mhm. Aber die Freude, die dann manchmal da ist, die ist dann halt größer als alle Frust zusammengerechnet. Mhm. Und die Kölner hatten das ja jetzt. Also dieses Erlebnis, was sie dort hatten, das reicht erstmal für ein halbes Jahr, glaube ich. Also selbst wenn die jetzt eine normale, schlechte Hinrunde spielen und da irgendwie auf dem 16. Platz stehen dann am Ende. Ja, das werden die überleben, weil die Saison, die wir unter Fee hatten, während der Europapokal war, die war auch nicht gut. Aber die haben wir auch überlebt. Da denke ich nicht mehr viel dran, dass mich das großartig geschmerzt hätte, sondern du denkst dann an Porto, du denkst an Bordeaux. Das haben die jetzt auch. Aber das Problem ist, ich befürchte ehrlich gesagt, dass die Eintracht für die zum richtigen Zeitpunkt kommt jetzt. Ja. Zu sagen, okay, wir hatten jetzt erstmal dieses erste Arsenal-Erlebnis, sind in Dortmund jetzt unter die Räder gekommen. Was zu erwarten war wahrscheinlich. Und haben jetzt dieses erste Heimspiel nach Arsenal. Ja, es klingt eigentlich zu perfekt. Wahrscheinlich gewinnt die Eintracht sogar in Köln. Weil es wäre schon wieder zu offensichtlich. Aber das wäre doch schlecht. Du hast auf jeden Fall einen Tausender auf Köln gesetzt. Ja, als hätte ich dir alles abgeschickt. Also so blöd mich auch nicht. Ich habe jetzt, das war bevor unten Wette abgeben steht, war das gescreenshottet. Das dachte ich mir schon, aber es sah trotzdem lustig aus. Ich bin da so ein bisschen sehr zwiegespalten, was diesen Spieltag und vor allen Dingen dieses Spiel angeht. Ja, dann irgendwie da ist zwischen absoluter Pest und grandiosem Sieg ist da irgendwie alles drin. Muss man dazu sagen, dass bei Köln ja auch Hector jetzt noch längere Zeit verletzt ist. Damit fehlt denen ja auch noch irgendwie einer. Also ja, schwierig. Was ja, würdet ihr denn aufstellungsmäßig für uns für den Tag so mal aufs Papier schreiben? Wollen wir wieder zusammen alle hinten anfangen? Mhm. Ich glaube, Radetzky ist klar. Ich würde Fallett diesmal draußen lassen, ehrlich gesagt. Und mit Salcedo, Abraham und Hasebe spielen. Ja, Hasebe hat jetzt gegen Augsburg auf der 6 gespielt, oder? Nee, ja, der war ja weiter vorne, aber ja, der hinten hatte die Dreikette nämlich behalten vom Gladbach-Spiel. Ja, nee, ich wollte es jetzt nur nochmal für meinen Kopf klar haben. Ja, würde ich mitgehen. Genau. Fallett raus, dafür dann Hasebe, ne? Ja. Richtig? Genau. Und für die Hasebe-Position würde ich überlegen, ob ich halt mal Fernandes wieder reinsetze. Der vielleicht ich würde den auch wieder, ich verstehe, habe auch gar nicht verstanden, warum er rausgegangen ist. Der hat das eigentlich sehr ordentlich doch da gemacht in den Spielen davor. Eben. Fand ich auch. Also ich würde das auf jeden Fall so machen und würde dann überlegen, wenn ich jetzt euch ein bisschen kurz halte, aber ich denke dann, Willems ist ja eh gesetzt, ja, den nehme ich raus. Sendler haben wir keine andere Option. Richtig. Ich würde halt sagen, dass wir für De Guzman, ehrlich gesagt würde ich es probieren. Ich hätte Bock, Jovic zu sehen. Ja. Ich glaube, der Junge kann mal gehen. Warum nicht? Lass doch mal Jovic und Gacinovic spielen. Ist doch geil. Und vorne Boateng und Haller bleiben und dann schauen wir doch mal, wie es läuft. Mhm. Ja. Ich würde dann aber Boateng wahrscheinlich eher zurückziehen und Jovic vorne. Mhm. Boateng-Position. Also das ist quasi Gacinovic und Boateng auf der 8 spielen und Fernandes auf der 6. Mhm. Ich würde allerdings statt Jovic, ich würde De Guzman auch ausnehmen, aber ich würde Rebic spielen lassen, weil ich denken würde, okay, auswärts spielen, da kann er vielleicht seine Schnelligkeit besser ausspielen, als wenn er auf so eine dicht massierte Abwehr zulaufen muss. Mhm. Ich würde mit auf jeden Fall, ich würde mit Alaire, Rebic und Boateng vorne spielen und dann, ja. Ja, ist ja auch eine gangbare Idee, ne? Also auf jeden Fall De Guzman raus. Also wir halten fest, De Guzman raus, Fallett raus, dafür dementsprechend eine Rotation. Fernandes kommt rein und entweder Jovic oder Rebic, das sind unsere Tipps eigentlich, ne? Mhm. Ja, da
Da gehe ich mit. Und das ist halt, ich glaube, das könnte auch ein gangbarer Weg sein, denn Köln ist, wie gesagt, das wissen ja jeder auf die Tabelle guckt, weiß, dass die nicht so richtig hundertprozentig gut drauf sind. Und wenn wir die mit Schnelligkeit überrennen, dann kann das natürlich auch ganz gut sein. Und wer wenn weiß, du so wie in Gladbach spielst, gewinnst du in Köln, weil Köln noch weniger in der Lage ist, sich da rauszuspielen, wie hoch die Eintracht in Gladbach teilweise attackiert hat da. Ja. Wenn du das mit Köln machst, wie gesagt schon, du hast verletzt und diese verunsicherte Mannschaft, dann du musst halt in Führung gehen. Sorry, das hört sich immer, das ist kein taktisches Wundermittel, was ich jetzt hier erfunden habe. Trotzdem, du musst in Führung gehen. Mhm. Weil alles, das gibt deiner Spielanlage, die vielleicht an gewissen Stellen ein bisschen unsicher ist, gibt es so viel Sicherheit. Und die Eintracht muss einfach nach 10 Minuten in Köln nach einem Eckball durch Allaire 1-0 führen. Und dann würde das Ding wahrscheinlich laufen. Ja, das war auch so ein Punkt, den hatte Kovac, meine ich, gestern oder heute in einem von diesen Statements nach dem Spiel, ich glaube, das war sogar heute irgendwie in dem, als ihn während des Trainings befragt haben, dass er gesagt hat, wir schaffen es einfach nicht in Führung zu gehen und dass das für ihn so der wichtige Punkt ist, dass das endlich mal sein muss, um sich da so ein bisschen Sicherheit und Stabilität damit abzuholen. Ja. Und ich denke, wir kriegen das auch hin. Ich bleibe jetzt optimistisch. Wir fahren jetzt wieder nach Köln. Und das letzte Mal haben wir uns schon echt eine bittere Niederlage abgeholt. Die letzten beiden Male. Ich glaube, ich war jetzt bei jedem Auswärtsspiel. Das letzte Mal, vorletzte Mal waren wir alle da, ne? Genau. Da waren wir, wisst ihr noch, da haben wir eine Niederlage kassiert. Dann war ich mit den Jungs von der Redaktion da und da haben wir auch eine Niederlage, glaube ich, kassiert und jetzt fahren wir wieder, aber alle guten Dinge sind drei und jetzt wird's was, weil ganz ehrlich, die Kölner sind momentan so angeschlagen, dass wir, sei es ein oder drei, aber ich bin jetzt mal optimistisch und sage, wir nehmen drei Punkte aus Köln mit und die werden trotzdem nicht absteigen, also da brauche ich da auch keine Sorgen machen, auch wenn es jetzt ein bisschen ungemütlich wird, die müssen aber da den medialen Sturm auch einigermaßen erstmal durchschiffen, jetzt ist da natürlich eine größere Aufmerksamkeit bei den Kölnern da, als es noch vor einem Jahr der Fall gewesen wäre, da wird jetzt an allen Stellschrauben natürlich gedreht, wie das halt so ist, der mediale Gegenwind, der jetzt die ganze Zeit die Füße stillgehalten hat in Köln, ist natürlich jetzt umso schneller wieder da, aber das kriegen die auch hin, aber die drei Punkte jetzt am Mittwoch, die nehmen wir nochmal mit. Mit welchem Ergebnis? Dann leiten wir nämlich direkt die Tipprunde ein, Herr Marvin. Ja, 3-1. Mhm. Basti? Ich sag auch 3-1. Ich habe mich da im Vorfeld ein bisschen schwer getan, weil ich in meiner Kickbase-Mannschaft sowohl Haller als auch Córdoba stehen habe und da natürlich auch so ein bisschen an die Punkte da denken muss. Würde aber mit einem 2-1 für uns leben können. Die Torschützen habe ich ja gerade eben schon genannt. Hast du dir einen Traumsturm da zusammengebastelt? Ey, wir haben immerhin Punkte geholt bis jetzt. Also. Ja. Zwar hauptsächlich nur mit Spielzeiten, aber. Wollte ich gerade sagen. Gut. Ja, jo. Erschreckenderweise ist der Augsburg-Spieler, den ich in der Mannschaft hatte, die meisten Punkte an diesem Spieltag geholt. Das wollte ich eigentlich nicht so haben. Nun gut, damit haben wir das erste Spiel der englischen Woche abgehakt und wir hatten ja schon gesagt, wir machen heute beides. Also von daher, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr euch den zweiten Teil aufheben wollt bis Donnerstag, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um auf die Pause-Taste zu drücken, weil wir reden jetzt... Machst du jetzt noch ein Intro? Quasi. Wie sind denn... Wir reden dann auch noch über dieses Spiel gegen Leipzig, was ja dann am Samstag kommt, das zweite Auswärtsspiel in dieser Woche, von dem ich noch nicht weiß, ob ich es mir angucken soll, weil ich irgendwie momentan keine Lust auf Leipzig habe, aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe nicht mal Bock jetzt darüber zu sprechen, ehrlich gesagt, sonst kriege ich einen Herzinfarkt und Herpes live in der Sendung und hack mir selber ein Bein ab. Also da müsst ihr jetzt erstmal anfangen. Ja, also ich kann im Endeffekt aktuell nur so viel dazu sagen. Also jetzt rein vom Spielerischen her ist es natürlich ja eine extrem schwere Angelegenheit. Ich denke, wir brauchen nicht großartig drum herum zu reden. Leipzig bislang die einzige Mannschaft in Deutschland in dieser Hinrunde, die Bayern besiegt haben. Oh Wunder, oh Wunder. Jetzt gegen Gladbach ein bisschen schlechter gespielt, immerhin noch einen Punkt geholt, aber wir haben Gladbach besiegt, das heißt, im Umkehrschluss könnten wir auch Leipzig besiegen, wenn das immer so leicht wäre. Ja gut, die hatten auch mit einer roten Karte zu kämpfen, vollkommen verständliche und akzeptable rote Karte für Cater, da muss er auch mal sagen, er ist auch echt war mehr als ein rohes Spiel, das Foul da, was er gemacht hat gegen den Kramer. Kramer kriegt auch jedes Mal ein Ab. Ja, also immer aber sowas von. Ja.
dass der nicht Bender mit Nachnamen heißt. Ja, und Mist, der wird wahrscheinlich von den Bender-Zwillingen irgendwann adoptiert oder so, ja. Nur weil er genau die gleiche Herde hat. Ansonsten ist natürlich klar, Leipzig hat eine Mannschaft, ach, die finde ich okay, aber das Ding ist, also irgendwie so geil finde ich die ja immer noch nicht, ne? Ich werde ja nie fertig, ich werde in 5 Jahren noch über Torhüter von Leipzig lästern und der Gulasch da, ja, der Gulasch, der ist immer noch nicht so geil, ja, also keine Ahnung, weiß nicht, ich finde den, naja, wie auch immer, aber du hast natürlich eine Offensivbewegung mit Kampel, Forsberg, Kampel ist endlich wieder zu seinen kommerziellen Wurzeln zurückgekehrt, wo er früher mal war, Forsberg, Timo Werner, Augustin, das sind natürlich, das ist alles, das sind Granaten, ne? Und dann können die sich das erlauben, dass sie erst in der 85. Minute Josef Paulsen einwechseln, den wir wahrscheinlich hier alle mit Kusshand nehmen würden. Ja, was soll man sagen? Die Offensivbemühungen von Leipzig sind unbestritten und da müssen wir uns warm anziehen, aber wenn wir jetzt, sag ich mal, gegen Köln schon unseren Kasten sauber halten und mit einem guten Gefühl dahin fahren. Wir haben ja immer noch sau wenig Gegentore in dieser Saison bekommen. Ja, also ich meine, natürlich sind es jetzt erst 4 Spiele, aber 3 Gegentore ist immer noch nicht so ganz so dramatisch. Nicht so mega viel bis jetzt. Nee, ist nicht so da viel und das können wir ja beibehalten. Und Radetzky wird nicht jedes Mal so einen schlechten Tag haben, wie er jetzt am Samstag gehabt hat. Und da muss er wieder ein bisschen auf sich, über sich hinauswachsen. Aber wenn das passiert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch hier vielleicht mit ganz viel Glück mit einem Punkt rausgehen. Ich glaube, Leipzig muss sich ja jetzt auch noch so ein bisschen auf das Ganze einstellen, auch mit der Champions League-Geschichte. Die müssen ja jetzt auch erstmal ihren Rhythmus da wieder so ein bisschen finden. Die spielen dann jetzt am Dienstag gegen Augsburg. Da werden die ja auch erstmal, wenn sie da Punkte mitnehmen wollen, gegen Augsburger, die genauso tief stehen wie gegen uns am Wochenende irgendwie anlaufen müssen. Die haben natürlich eine ganz andere Offensiv-Thematik wie du gerade eben schon gesagt hast, mit ganz anderen Spielern, die einfach auch viel auf Geschwindigkeit und lange Bälle da irgendwie gehen können. Aber das wird auch anstrengend für die werden. Ich glaube, das Spiel steht und fällt damit, wie sauber wir in der Tat in der Defensive stehen und dann vielleicht einfach da mal mit einem Konter irgendwie rausgehen können. Spiel machen, haben wir festgestellt, ist nicht unsere Stärke, sollten wir da auch gar nicht versuchen, sondern uns da hauptsächlich auf die Defensive irgendwie konzentrieren. Ja, das ist ja auch gar nicht unser Konzept. Also ich meine, wir müssen nicht gegen Leipzig das Spiel machen, das insofern. Nee, am Ende des Tages ist das so ein Spiel, wo du sagst, von wegen, da erwartet sowieso keiner irgendwie was. Genau. Ja, und wenn du mit wenig gefangenen Toren oder gar keinem gefangenen Tor da rausgehst, dann ist es gut und alles andere ist Bonuspunkt. Aber du musst halt giftig spielen. Also gegen Leipzig würde ich mir schon wünschen, dass wir halt nicht die Fair-Play-Tabelle erobern wollen. Also das nee, also gegen Leipzig. Du musst denen auf die Füße stehen. Genau, ja? Kannst du schon mal sehr körperbetont. Der Timo Werner meint jetzt auch schon, er ist jetzt bald im falschen Film, nachdem er jetzt schon von allen Seiten nicht mehr angefeindet, sondern auch gelobt wird oder so, wenn ich das teilweise höre. Ja, also mittlerweile wird er ja schon zum Spieler des Jahrzehnts irgendwie in Gedanken gewählt. Ich frag mal einen Traxler oder so, ja, die ganzen Fußballgrößen, die ihm wahrscheinlich so einen Fairness-Pokal irgendwann überreichen wollen. Naja, wie auch immer. Also dem tut es vielleicht auch mal ganz gut, wenn er mal wieder ein bisschen Sohle auf die Füße bekommt. Also insofern, da kann man mal, muss man jetzt nicht keinen Fairplay-Preis gewinnen, wenn die Eintracht da mal ein bisschen robust rangeht, kann da durchaus was passieren. Denn ist der ein oder andere Heißsporn dabei und wir müssen mal ein bisschen relaxter werden und ein bisschen cooler werden. Und wenn wir da mal mit einer gewissen, ja, erwachsenen Körperlichkeit dagegen gehen, kann das vielleicht wirken. Ja, du musst den von Anfang auf den Füßen stehen und musst dir da richtig unter Druck setzen, dann kannst du die halt auch einfach da so ein bisschen entnerven. Apropos Traxler, aktuelle Schlagzeile aus dem Kicker: Paris startet mit allen Superstars, Bindestrich und Traxler. Basti, hast du dich wieder gefangen? Willst du auch noch was zu dem Spiel sagen oder kriegst du dann Herpes? Nee, ich habe auch keinen Bock über Leipzig zu reden. Die Eintracht wird da wahrscheinlich verlieren und dann wird das Spiel vergessen. Ich versuche es zu ignorieren. Sitzt du da dann Tausender drauf oder? Nee, da setze ich gar nichts drauf. Ich sitze auf gar nichts in Tausender. Das würde ich gar nicht aushalten. Nervliches Frack schon vor dem Anstoß. Ja, als wenn ich das nicht so schon wäre. Nee, Leipzig ist ein Thema. Ich schaff's nicht momentan, aber ich probiere es echt immer besser, das zu ignorieren, weil es mich halt einfach nur wütend macht, egal was.
da. Hm. Genau. Gibt's tausende Themen. Ob wir das schaffen zu ignorieren, da kommen wir gleich in der nächsten Sektion dazu. Dann lasst uns auch gar nicht viel mehr zu dem Spiel verlieren, weil ich glaube, alles, was wir da jetzt an Aufstellung und so weiter sagen würden, wäre übelstes Glaskugelschauen. Das macht alles von vorne bis hinten keinen Sinn. Genau, zum Tippen zwinge ich euch aber trotzdem. Ja. Na gut, ich sag 1-1, ne? Aber ich will noch mal ganz kurz dazu einstimmen, was du gerade gesagt hast. Denn wenn wir natürlich jetzt mit Rückenwind aus Köln zurückkommen und dementsprechend vielleicht ein oder drei Punkte, ich würde sagen 3 Punkte mitgenommen haben, dann können wir das Spiel gegen Leipzig natürlich auch wesentlich relaxter bestreiten. Ja, ne? Und deswegen. Genau. Aber ich sag mal 1-1. Wir fangen eins, wir schießen aber auch irgendwie eins und dann gehen wir mit einem Punkt von Leipzig weg und dann haben wir eine ordentliche englische Woche hinter uns und dann kann man uns nicht beschweren. Ich sag 0-0. Mhm. Ich sag 2-0 für Leipzig. Du sagst 2-0, lass mich überlegen, das ist auswärts, dann muss ich das hoch aufschreiben, sonst weiß ich das auch morgen nicht mehr. Gut, dann geben wir ein bisschen Gas in den beiden letzten Sektionen. Wir reden einmal über den Dummschwätzer der Woche und haben dann noch ein paar Empfehlungen für euch. Und spätestens bei dem Dummschwätzer der Woche könnte es für Basti schwierig werden, sich jetzt hier dem Thema nicht zu widmen. Wir haben 2 Hörernominierungen und ich habe noch eine reingeschrieben. Das ist wahrscheinlich die gleiche, die Basti auch hat. Hörernominierung 1 ist Heiko Herrlich, der sich beschwert und sagt, er würde ja als Fußballfan nicht mehr ins Stadion gehen, weil man ja auf dem Videowürfel nichts zum Videobeweis sieht und das wäre ja unmöglich, wenn man da minutenlang stehen muss. Da frage ich mich, gehen Leute tatsächlich nur ins Stadion, um irgendwelche Anzeigen auf dem Videowürfel zu schauen oder vielleicht, weil sie die Mannschaft anfeiern wollen? Ich man bin weiß auch Videowürfel-Ultra, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, die altberühmten Würfel-Ultras. Und die zweite Hörernominierung, die könnte ein Basti freuen, und zwar der komplette Fanclub-Nationalmannschaft für seine wunderbare Choreo-Story, die sie geschrieben haben, wo sie einen Tag lang den Choreografen begleitet haben. Das habe ich gesehen, das hat mich begeistert. Das hat mir, vielen Dank an den Hörer, das hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Da ist ein tolles Interview mit dem Master-Choreograf, der immer diese ganz ausgefallenen Choreografien von Fanclub-Nationalmannschaft macht. Genau, der jetzt wie viel Herzblut und Kreativität seit 11 Jahren ist er irgendwie da, nee, seit 2010 ist er da Choreograf, ja, seit 7 Jahren. Und seit paar Spielen ist auch sein Vater jetzt großer Fan des DFB. Fand ich auch einen coolen Satz. So, mein Vater ist seit 5 Spielen auch da dabei, der ist auch jetzt ein großer Fan vom DFB und der hilft mit bei den Choreografien. Und dann erzählt er so ein bisschen hier, wie denn die Vorschläge zusammenkommen, sagt er, ich spreche das alles mit dem DFB ab, ob die das auch so okay finden. Und manchmal macht der DFB auch Vorschläge, wo ich mir denke, Alter, ja. da fällt mir nichts mehr zu ein, aber das ist ja auf eine liebliche Art und Weise abstoßend. Ja, ich. Also, das ist so. Von wegen, der DFB sagt, hier, mach mal die Choreo, alles klar, mache ich. Wo ich mir denke, bei manchen Spielen ist ja auch sowas, denke ich, was choreografiert er da, wie man eine Fahne ausrollt oder was. Ja, also das ist alles nicht ernst zu nehmen, aber es ist wenigstens, es ist nicht mehr das Allerschlimmste, wer hätte das gedacht? Das ist eigentlich ist, halt, ist halt geil, ne? Wenn du überlegst, dass damit halt auch eigentlich so ein Begriff der Authentizität vorgegaukelt werden soll, ne? Also, ne, ja, seit 10 Jahren dabei und so. Also wie so in der Kunstwelt, so einer rein künstlichen Welt, die uns da präsentiert wird, also mit dem Gefühl, dass du halt diese Ultrakultur mit rübergenommen hast, ja, auf den DFB produziert, nur halt in einer wesentlich sterileren Umgebung. Aber gut, Basti hat es gesagt, es gibt mittlerweile wesentlich drängendere Probleme. Hm. Aber dass das halt schon nicht mehr das ganz Schlimmste ist, ist schon schlimm genug, ja? Genau. Ich habe doch tatsächlich vergessen, zur Einleitung aufzulösen, wer letzte Woche der Dummschwätzer der Woche war. Das will ich jetzt hier gerne noch nachholen. Mit 41% wurde der Herr Minzlaff zum Dummschwätzer der Woche gewählt. Mhm. Und er kriegt diese Woche harte Konkurrenz, nämlich von Ralf Rangnick für diese 11 Minuten gequirlte Scheiße, die er da bei Vontora von sich gegeben hat. Boah, ich muss mich abschalten ohne Scheiß, sonst wird es justiziabel hier. Ich kann da echt nicht mitreden drüber. Ja, ich habe mir angeschaut fertig. Und es ist echt absolut, das macht mich grober Unfug. Ja? Nein, also, das ist so. Nee, ich hoffe, der Marvin findet gesittetere Worte als ich. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das heute versucht, größtmöglich zu ignorieren. Aber ich will noch mal ganz kurz noch was sagen. Das habe ich schon mal erwähnt. Wir müssen Leipzig als das betrachten, was sie im Grunde sind. Also, wenn irgendjemand denkt, dass Leipzig Aussagen tätigt, die aus irgendeiner
die aus irgendeiner Laune heraus entstehen, der denkt falsch. Alles, was mit Rasenball Leipzig passiert, ist in einer gewissen Art und Weise durchchoreografiert und wie soll ich sagen, konstruiert. Denn Leipzig hat seit vielen Jahren, nicht nur Leipzig, sondern Leipzig ja wesentlich kürzer, aber der ganze Red Bull-Konzern hat eine Strategie, die sie fahren. Eine Strategie, um möglichst erfolgreich das Produkt nach außen zu kehren mit dem Ziel der Werbung. Ne? Und aber gleichzeitig, und das ist eine Komponente, die darf man nicht vernachlässigen, gleichzeitig hat Mateschitz die Idee, nicht nur für sich viel Geld zu scheffeln, sondern bei ihm kommt eine ideologische Komponente hinzu. Und ich sehe hier durchaus die Problematik, dass genau diese ideologische Komponente auf Leipzig übergestülpt wird. Das zeigt sich in einer gewissen Art und Weise, dass sehr rigide mittlerweile gegen nicht nur gegen Fans, andere Fans von anderen Vereinen und aber auch gegen Journalisten geht. Ne? Und da ist dieses Interview, was wir jetzt ich nicht in Gänze gesehen habe, nur kurze Ausschnitte, aber auch die einzuordnen, ne? Weil er ja gewisse Dinge, ich glaube, was hat er gemeint? Er ging gegen den Raphael Buschmann, ne? Da ging es ja dagegen. Wenn du einfach siehst, dass gewisse Fakten nicht als solche akzeptiert werden, befinden wir uns natürlich in einer Ebene, die ich an die blaue Häkchenpartei mich erinnert, ja, an die rote Häkchenpartei. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und genau in diese Richtung das geht es übrigens auch. Das ist aber genau dieser Whataboutism, das ist es doch. Das ist was sich wahnsinnig macht, was natürlich im politischen Bereich viel schlimmer ist. Aber wenn wir jetzt hier gerade über Fußball reden, mich macht es krank. Ich könnte nicht garantieren, dass ich nicht dem an den Hals fallen würde. Und das ist ja genau das, was er will. Der setzt sich da tatsächlich, man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Man darf da auch nicht. Ja, man muss es einfach mal rational einordnen. Er sitzt dort. Und Raphael Buschmann hat ja dieses Buch geschrieben, das hat er sich ja nicht ausgedacht. Das ist ja kein spekulatives Buch von der Sportbild oder so, sondern das ist ein faktenbasiertes Buch, wo Dokumente schwarz auf weiß da liegen, wo jetzt auch Staatsanwaltschaften sich da europaweit mit beschäftigen. Also das ist schon einigermaßen wasserdicht. Erstens mal weiß Rang nichts, überhaupt nichts von diesem Buch. Er weiß nicht mal, wer da sitzt. Er weiß gar nicht, wer es ist. Er behauptet, er weiß es nicht. Es kann ja sein. Auf jeden Fall sitzt er dort. Und auf die ganz normale Frage, was er denn dazu sagt, weil er ja immer behauptet hat, Leipzig hätte keine großartigen finanziellen, nicht so viel, wie es nach außen sich darstellt, so viele finanzielle Möglichkeiten. Dann zeigt ihm Raphael Buschmann ein Beispiel. Ja, und dann fängt er dann davon an zu erzählen, wie er als Flüchtlingskind aufgewachsen ist. Und das... Ich kann es nicht fassen. Wenn ich da sitzen würde, ich wüsste gar nicht, was ich machen will. Und dann geht er in diesen Populismus rein, er probiert diesen angesoffenen Montora mit reinzubeziehen, dass der anfängt zu lachen. Er erzählt irgendwie, dass er nicht wusste, wie viel sein Vater verdient und er will auch nicht, dass seine Kinder wissen, wie viel er verdient. Das ist, der Marvin hat recht, das ist wahrscheinlich echt gesteuert und die Reaktionen, die es bei mir hervorruft, sind wahrscheinlich auch gewollt. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist geisteskrank. Sorry. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich denke, dass Ralf Rangnick geisteskrank ist. Sorry, das ist wahrscheinlich auch... Rangnick war immer schon eine sehr, sehr schwierige Persönlichkeit. Rangnick war schon zu Zeiten in Ulm, war der schon ein Vogel. Ja? Und es hat schon seinen Grund. Natürlich scheiden sehr viele in Schalke auf Schalke, aber da ist er auch außerordentlich angeeckt, überall. Und Rangnick ist jemand, der sehr eigen ist, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, aber von diesem ganzen Werdegang, von den ganzen vielen Jahrzehnten, die wir jetzt auch alle schon Fußball schauen, aber er passt wie die Faust aufs Auge zu dem Produkt. Zu dem Konstrukt Leipzig, ja. Ja. Wie die Faust aufs Auge, denn er ist die ideale Figur, die Möglichkeit besitzt, sich gegen andere zu stellen und sich als Opfer darzustellen. Und das ist das ganz Typische, was wir übrigens auch in einem Querschnitt sehen, wenn wir die sozialen Medien abklappen, wo sehr, sehr viele bereitwillig diesen Mythos der ich bin das Opfer, ja, ich bin ein Fan von Leipzig und die anderen, die böse darüber reden, das sind alles die Bösen und dann total ungefiltert, vielleicht gar nicht reflektierend. Also da würde ich mir mal sagen, wenn ich überlege, vielleicht habe ich vor 20 Jahren oder so oder vor 15 Jahren habe ich auch so unreflektiert gesagt, ja, ach, die ganzen Bayern-Fans oder so, mal als Beispiel, ne? Weil du gesagt hast, okay, der kommt hier auch aus dem Ort, warum ist der denn Bayern-Fan? Ne? Aber mit der Zeit entwickelt sich das ja weiter, man kennt viele und man merkt ja, man hat ja mittlerweile habe ich ja zum Beispiel eine ganz andere Haltung gegenüber vielen, also Fans von vielen anderen Vereinen, ne? Weil wir kommen natürlich ins Gespräch, allein durch Podcasts und wir merken die differenzierte Haltung. Aber eine differenzierte Haltung
Erwartung bei vielen Red Bull-Fans gibt es einfach nicht. Denn die gehen nur in strikt in die Abwehrhaltung. Und warum? Weil sie das von oben herab auch gezeigt bekommen. Hm. Das ist der einfachste Weg. Denn so kann ich mich als Konterkultur irgendwo definieren und habe es viel einfacher, in meiner kleinen Gruppe wirkmächtig zu sein. Ja? Und deswegen gibt's ein typisches Gegeneinander und nicht Miteinander. Wenn mittlerweile so viele Bundesliga-Vereine gibt, die, keine Ahnung, ich meine jetzt, wo, also so Fans untereinander, die sich in einem gewissen Rahmen viel freundlicher überstellen, sind halt die Red Bull-Leute mittlerweile die, na, so sind so die Pedegisten, ja, der Fußball-Bundesliga, muss man leider sagen. Ja? Das kommt leider ziemlich dicht dran, ja. Ja, ich will jetzt auch keine soziologische Abhandlung führen, aber es ist problematisch und Red Bull oder Rasenball oder was weiß ich, such dir sonst einen Namen aus, ist halt als Konstrukt für mich nicht positiv für den Fußball, nee. Wird es auch nicht bleiben. Und gerade mit dieser ideologischen Aufladung durch von ganz oben kann uns das noch wesentlich mehr Probleme stellen, als wir jetzt denken. Ja. Mhm. Ich finde auch, dass das unterschätzt wird, wessen Geisteskind Mateschitz ist, ehrlich gesagt. Ich finde, das wird mit zu wenig thematisiert, ehrlich gesagt. Aber egal, hören wir auf damit. Genau. Wir haben jetzt heute es mal wieder angerissen. Wie so oft, wir können es nicht einfach so stehen lassen, aber ich denke, wir machen jetzt hier einen Cut. Mhm. Genau. Ihr Hörer und Hörerinnen seid aufgerufen, abzustimmen. Ich hau die Links zu den passenden Aussagen oder zu dem Video einfach mal mit in die Shownotes. Wenn ihr stark genug seid, schaut es euch an und trefft eure Meinung oder stimmt ab und dann reden wir da nächste Woche noch. Das war aber auch heute, das war wie so ein Contest bei Twitter heute. Der eine twittert so, ich habe bis 2 Minuten 17 geschafft, der andere, ich habe 3 Minuten geschafft, der andere, ich habe 4 Minuten geschafft. Ich habe die vollen 11 Minuten geschaut. Ich habe es beim zweiten Versuch dann auch geschafft, ich habe aber meine Freundin dazu genommen, damit ich irgendwie so ein bisschen so einen kleinen... Ich hatte eine Kaffeetasse, dass ich im Zweifelsfall was habe, was ich zerhauen kann. Nee, und aber das Lustige war, meine Freundin, die wirklich, ja gut, durch mich ein bisschen, aber die mit Fußball echt nichts am Hut hat. Also die jetzt wirklich auch irgendwie keine großen Einordnungen machen will und kann, die konnte sich das auch nicht anhören. Also weil, was redet der da? Also du hast ja einfach dieses, keine Ahnung. Ich bin so aufgebracht, ich kann nicht mal so irgendwie ein Bild finden, aber das ist wie, keine Ahnung, wenn ich dem Marvin jetzt 10 Euro aus der Tasche nehme und der Marvin sieht das und sagt dir, was machst du für einen Scheiß? Und dann erzähle ich dem Marvin, wie ich als Kind aufgewachsen bin. Da muss der Marvin ja auch denken, was ist denn jetzt? Das ist einfach unglaublich. Ich finde es unglaublich, dass das funktioniert. Und wir haben ja hier die Situation gehabt, dass da wenigstens mal einer gesessen hat, der sich nicht voll labern lässt von dem, sondern der dann einfach wieder sich beruhigt hat und gesagt hat, Herr Rangnick, ich wiederhole die Frage gerne nochmal, bla bla bla. Das hast du ja oft gar nicht. Also du hast ja oft die Situation, dass die dann unwidersprochen in irgendeiner Runde sitzen, wo ein angesoffener Thomas Schrunz sitzt, der dann auch irgendwie einen raushauen will von wegen, ja endlich musst du Hass mal aufhören, jetzt endlich, jetzt ist er endlich angekommen. Blablabla, wo ich mir denke, lass mich doch bitte in Ruhe. Ich habe letztens ganz ehrlich, hat der MDR einen Liebesbrief an Timo Werner geschickt, das sind öffentlich-rechtliche, Alter. Ja. Also bitte. Kann ich ganz kurz da einhaken, weil das genau, und das ist, deswegen ist es genau ein Spiegelbild von allem, was wir heute auch auf politischer Ebene sehen. Denn es ist dieser Kuscheljournalismus, ja. Also der Von Torra, der total unkritisch ist. Es ist dieser anbietende Journalismus, der ja gerade aber auch im Sportjournalismus unglaublich weit mittlerweile getragen ist. Ja, so nach dem Motto, ach, das sind die Großen, die verdienen so viel Geld und so buckeln und so weiter und so fort. Mal ein Witzchen machen, ganz ehrlich, hier Doppelpass, da brauchen wir nicht drüber reden, aber der Helmer macht ja mittlerweile auch nur dumme Witzchen. Das ist ja ganz, das ist ja fürchterlich, ein total obsoleter Typ. Aber gerade im Vergleich zu Red Bull, da muss ich eigentlich, wenn ich sage, also ich muss jetzt nicht das Messer in der Hand haben oder in der Tasche haben oder so, ja, aber ich muss doch sehen, dass ich kritische Fragen stelle, die berechtigt sind. Und wenn ich dann jemanden habe, wie halt den Raphael Buschmann, der ein Buch darüber geschrieben hat, der das fundiert wiedergeben kann, dass gewisse Unregelmäßigkeiten einfach auch hier auftreten, dann kann ich das doch mal klar artikulieren und dann hilft es mir nicht, dass ich so einen alten Von Torra da habe, der halt sich immer durchgeschlängelt hat und immer hier gelächelt hat, da gelächelt hat und im Zweifel wahrscheinlich aber auch das ein oder andere, die ein oder andere Leiche im Keller hat, nur immer so, aber der hier jetzt sein Ding rumwurschtelt und möglichst unkritische Sendungen machen will, nein, das ist der falsche Ansatz. Ja. Ich muss die Leute, das ist genau der Punkt, deswegen kommen wir in so vielen Dingen nicht weiter.
nur mal ein kleines Beispiel. Jetzt hat einer aufgegeben, der jahrelang sich gegen Doping eingesetzt hat. Der hat jetzt aufgehört, ich kenne seinen Namen nicht, ich kann mir Namen so schlecht merken, aber der hat jahrelang versucht, gegen Doping also anzuschreiben und auch darauf aufmerksam zu machen. Der hat jetzt aufgehört, weil er gesagt hat, es interessiert keinen. Mhm. Es interessiert keinen, weil die große Öffentlichkeit das nicht wissen will. Aber es wird Zeit, dass gewisse Punkte einfach offengelegt werden, sonst ist sehr vieles sehr bald kaputt. Ich weiß nicht mal, ob die große Öffentlichkeit das nicht wissen will, aber die Medien, die eben diese Öffentlichkeit bedienen, thematisieren es einfach nicht. Du kreierst ein Interesse, indem du es geschickt wächst. Und wenn es die Möglichkeit gibt, wenn ich die Leute habe, die in den entsprechenden Positionen setze, dann kann ich das schon so, dann kann ich die Leute schon danach interessieren. Ja, klar, du kannst. Guck mal, da gibt's einen Punkt. Aber ich muss den Willen haben und muss auch den inneren Willen haben, nicht immer nur einen scheiß Kuscheljournalismus zu machen. Ja, klar. Du kannst dieses Interesse steuern und beeinflussen. Genau. Und genau das wird halt eben in diese Richtung nicht gemacht, weil kritische Themen sich nicht verkaufen, sondern eher so diese leicht verdaubaren Kuschelthemen. Doch, kritische Themen verkaufen sie schon, aber das sind dann gezielt, das ist ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, das ist ja genau diese Sache, die in London war, wo irgendwie, keine Ahnung, es Gerangel gab, weil es irgendwie Unstimmigkeiten gab, wer da reinkam, aber das waren mit Sicherheit nicht die schlimmsten Szenen, die sich irgendwie im Rande des Fußballspiels jemals abgespielt haben. Und am nächsten Tag steht auf der Bild-Zeitung, auf der Titelseite, die Schande von London. Und nebenbei steht die Schlagzeile, bla bla, so spaltet die Flüchtlingssituation ganz Deutschland. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich habe ehrlich gesagt, sowas gab es natürlich schon immer. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht. Hm. Weil so Diskussionen immer leichter in solche Richtungen gehen, egal ob es im Fußball oder in der Politik sind, die sind so leicht steuerbar. Ich mache mir echt Sorgen, weil du kannst mit einfachen Halbsätzen scheinbar ganze Bevölkerungsgruppen auf deine Seite ziehen, die sich gar nicht dafür interessieren, ob das stimmt oder nicht. Das macht mich fertig. Das ist ja mit allem so. Wenn irgendwelche Leute, die aus Köln jetzt, die Köln-Auswärtsfans, die wurden dann von ihren Familien gefragt, oh, bist du am Leben, bist du am Leben? Das scheint ja zu funktionieren, wenn in der Bild-Zeitung nach der Schande steht und so. Dabei haben sich da zu Tränen rührende Szenen abgespielt, die selbst mich als Eintracht-Fan bewegt haben. Und das wird dann so dargestellt. Oder irgendein Bild-Zeitungs-Johnny sagt, ja geil, Hannover ist Tabellenführer, obwohl die Ultras gegen Martin Kind sind. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, was für Diskussionen teilweise auf welchen Ebenen momentan geführt werden in allen Bereichen. Das macht mich irgendwie hilflos, wütend und auch, aber es lässt mich auch resignieren, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich entziehe mich dem auch. Ich entziehe mich in dem Sinne, ich bin echt jemand, der überproportional viel Sport konsumiert hat, früher Fußball vor allen Dingen. Zweite Liga, Bundesliga, Doppelpass, Sky 90, keine Ahnung, alles Mögliche. Und ich schalte das bewusst nicht mehr ein, um nicht wütend zu werden. Und das ist eine Entwicklung, die finde ich A, schade, aber im Sport ist die einem, dadurch, dass Fußball ist ja trotzdem nichts Lebensnotwendiges. Es ist trotzdem ein wichtiger Teil von mir, aber dass es jetzt in der Politik scheinbar auch passiert, macht mir das echt Angst, ehrlich gesagt. Diese ganzen Diskussionen, die sich ja teilweise sogar auch vermischen, du hast ja echt das Gefühl, dass mehr über diese 5 Verhaftungen, und da war ein Engländer dabei und 2 besoffene Kölner irgendwie, da wurde mehr darüber berichtet, als tatsächlich über den Terroranschlag, der dann einen Tag später in London stattgefunden hatte. Mhm. Das ist eine Dimension, die ist für mich echt geistkrank, sorry. Das ist einfach so, das finde ich unfassbar. Ja, ist in der Tat extrem problematisch. Muss ich so sagen. Gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast mit den ganzen Kölnern, denn ich finde, da zeigt sich, warum in England mittlerweile die Fankultur auch durchaus problematisch zu betrachten ist. Ja? Weil mit so einer dauernd negativen Presse musst du halt auch vieles kaputt. Und ich kann mir schon gut vorstellen, ohne dass ich jetzt weiß, ich bin jetzt kein Fachmann im Bereich der englischen Fans, aber ich glaube, dass es sowas natürlich auch im englischen Zirkus an sich gab, ohne dass jetzt Kölner kam. Und so kannst du natürlich auch Fanstrukturen kaputt machen. Ne? Mhm. Nein. Ja, eben, und dann hast du das ja. Das ist ja eigentlich, dieser Tenor war ja trotzdem, dass viele englische Fans in Kölner mit auf den Weg gegeben haben, zu sagen, okay, die Entwicklung, die bei euch stattfindet, die war bei uns auch vor 10 Jahren vielleicht oder 20. Dass du jetzt halt im Endeffekt diese Stimmungsruinen in England hast, weil eben diese Fans, die scheinbar das größte Problem solches Fußballs sein sollen, da rausgedrängt wurden. Und wenn du, ich habe das Gefühl, das wird in Deutschland auch jetzt eingeleitet schon, jetzt so seit 1-2 Jahren. Hast du das Gefühl, die Nummer mit den Ultras
Das macht so ein bisschen den Eindruck, ja. Das macht so den Eindruck und dann wird alles aufgegriffen, was irgendwie, weil es natürlich auch Sachen gibt, die du aufgreifen kannst. Ich will das gar nicht verharmlosen. Es gibt natürlich Sachen, die gewisse bedenkliche Entwicklungen in sich tragen. Gerade wenn das gewisse Vereine sind, wo eine rechte Szene sich breit macht, wo dann aber komischerweise gar nicht so viel drüber gesprochen wird. Das ist ja das, der eigentliche Skandal. Sobald irgendwelche Leute irgendwo was zündeln, gibt es auf jeden Fall Titelseite 1. Hm. Dass es aber in vielen Vereinen Fanszenen gibt, wo probiert wird, dass die Rechten, dass sie da das bisschen so an sich reißen wollen, da musst du schon genauer nachlesen. Also das wird nicht so öffentlich diskutiert. Und wenn beim DFB irgendwelche Affen auf der Tribüne stehen und Hitlergrüße zeigen, dann wird da probiert, das schnell irgendwie unter den Tisch zu kehren und bla bla. Das ist auch interessant, dass man schon längst mal gehört hat, länger. Ne? Ja, genau. Das also Thema ganz schnell. Ja, es ist ja, aber dann rempeln 5 Leute irgendwo einen Ordner in London an und dann ist es die Nacht der Schande. Wenn es eine Nacht der Schande gab im Fußball letztens, dann war das wirklich das, was da in Prag passiert ist. Das ist eine Schande für uns alle. Dass es noch solche Affen gibt, die das cool finden. Nein, klar. Wo du wirklich denkst, du, Timo Werner ist vielleicht keiner, aber du bist wirklich ein Hurensohn. Und lass uns bitte einfach damit in Ruhe, aber jetzt, um jetzt nicht komplett abzuschweifen. Was ich einfach nur sagen will, ich habe das Gefühl, dass die in England, ist der Tweet, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war von einem, der geschrieben hat, last night 20,000 Cologne fans reminded us of what we lost as supporters. This morning press media reports reminds us why we lost it. Dass du einfach das Gefühl hast, okay, sehr gut, wir haben gerade gesehen, was wir verloren haben und einen Tag später haben wir gesehen, warum wir es verloren haben. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock da drauf. Ich habe keinen Bock da drauf, dass wir irgendwann hier sitzen und keine Ahnung, das gleich haben, ja. Vielleicht nach Polen reisen, weil wir dann sagen, oh cool, da ist noch Stimmung. Richtig. Na gut. Naja. Ja, aber gut. Wir haben ja wieder ein großes Thema aufgemacht. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir darüber sprechen. Nee, ich finde es wichtig, dass es. Hätte da eine Empfehlung, die dieses Thema durchaus abschließen kann. Wir hatten es ja in den letzten Wochen schon gesagt, nachdem wir jetzt hier ja über einen kleinen Rundumschlag zur Presse in ein etwas politischeres Thema abgerutscht sind. Wir haben jetzt noch eine gute Woche. Nächste Woche, Sonntag um die Zeit, sind wahrscheinlich schon die ersten Hochrechnungen da. Von daher umso wichtiger, nutzt die 6 Tage bis dahin, informiert euch, geht nächsten Sonntag wählen. Auch wenn ihr nicht wisst, was ihr wählen wollt, aber mit jeder Stimme, die ihr abgebt, verhindert ihr, dass blöde Menschen einen Sitzplatz in diesem Bundestag bekommen. Ja? Informiert euch in der Woche. Ich habe ja den Wahlomat letzte Woche, glaube ich, schon mal angeführt. Ich habe jetzt noch was anderes für euch. Es nennt sich Dein Wahl. Das schreibt sich in der Tat auch so, wie man spricht. Ich schmeiß den Link dafür nochmal rein. Das ist auch eine ähnliche Geschichte, auch so ein Wahlomat, allerdings in einer anderen Logik. Bei dem klassischen Wahlomat, der vom Bundesministerium für berufliche Bildung rausgegeben wird, werden Parteien ja zu ihrem aktuellen Wahlprogramm befragt und dieser Wahlomat, würde ich jetzt mal nennen in Anführungszeichen, guckt sich an, wie Parteien in der vergangenen Regierungsperiode zu bestimmten Dingen abgestimmt haben und dann könnt ihr so ein bisschen, wenn ihr beides parallel verwendet, so ein bisschen gucken, was sagen sie heute und was haben sie in der Vergangenheit getan und könnt vielleicht da so ein bisschen eure eigene Realität nochmal rausbilden. Von daher meine Empfehlung, guckt euch das Ding mal an, das sind wenige Fragen, ihr müsst nicht alle beantworten, informiert euch und nächsten Sonntag Kärtchen nehmen und ab ins Wahllokal. Es sei denn, ihr habt bis dahin schon Briefwahl gemacht, dann dürft ihr brav zu Hause bleiben, aber alle anderen wissen, könnt was ihr auch jetzt noch beantragen. Haben. Ihr könnt jetzt sogar noch Briefwahl beantragen, die sind da ganz fix. Also wenn ihr nicht genau wisst, ob ihr am Sonntag wählen gehen könnt, dann macht das lieber. Genau. Es ist wichtig, was der René gesagt hat. Ja. Und damit würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Woche zu. Wir haben viel thematisiert von Fußball über Presse bis hin zur Politik. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel übrig, außer Danke zu sagen für alle, die uns zugehört haben, bis hierhin, ob in einem Teil oder in 2 Teilen, das ist jetzt mal vollkommen egal. Allen, die am Mittwoch nach Köln fahren oder vielleicht sogar am Samstag nach Leipzig, eine wunderbare Auswärtsfahrt, bringt so viele Punkte mit wie möglich und ansonsten habt Spaß, unterstützt unsere Eintracht und dann würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!